Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wie versprochen, öffnen wir heute das erste Display hier von den Match Attacks Extra Set. Ich guck mal eben, wie viel Chancen wir haben. Okay, steht schon hinten dick gedruckt drauf. Wir haben eine Chance 1 zu 2100 per Booster, dass wir halt ein Autogramm ziehen. Ist jetzt nicht so besonders. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock, jetzt die Dinge zu öffnen. Ich würde sagen, gar nicht lange quatschen. Fangen wir direkt mit dem ersten Booster an. Komm, ich hole die direkt mal alle raus. Machen wir wieder beim Pokémon. Einmal Stapel links, einmal Stapel rechts. Und dann schauen wir mal, was wir so Schönes... Fangen wir mit rechts an, was wir so Schönes ziehen. Ich würde sagen, die Base-Karten schauen wir uns jetzt nicht so im Detail an, weil, die haben wir ja schon in den anderen Video schon gesehen, wie die aussehen. Und deswegen würde ich sagen, halten wir uns damit gar nicht so lange auf. Einmal Code für euch. Hero, Headline Hero, Jude Bellingham. Performance Boost, Millic. Dann haben wir auch nochmal Headline Hero Antonio Rüdiger. Dann Squad Update Benesor. Ja, Leute, es geht wieder los. Was ist denn hier los? Richtiges Headline Heroes Booster. Headline Hero Nicolas Gonzalez. Dann Manager Sampaoli. Fabio Cavallo. Paqueta. Und dann Out of this World haben wir einmal. Oh, Harry Kane, sehr schön. Den tun wir mal hinten hin. Dann haben wir hier einmal Mega Value Sergio Ramos. Oh, da haben wir schon eine schöne Heritage-Karte. Rodrigo de Paul, sehr schön. Ich sag ja, das ist so ein bisschen diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, ne, diese Foil hier. Mir fällt gerade nicht ein, der Name. Und dann haben wir einmal Pierre-Emerick Aubameyang. Einmal eine Squad-Zone-Karte. Sehr schön. Also interessant sind halt echt nur die letzten vier Karten. Sag ich jetzt einfach mal. Vorne sind ja nur die Standard-Dinger. So, weg mit dem Müll. Und dann einmal Code für euch. Bitteschön. So, Dembele, Dumfries, These, Hincapie, keine Ahnung, die alles so ausgeschoben, Goretzka, ach Tops, ey, Eriksen, Odegaard, und dann haben wir einmal Out of this World, Eriksen, Ruben Dias, Mega Value. Oh, da haben wir ja nochmal Glück. Ich glaube, Heritage 1 zu 6 war das. 1 zu 6. Marquinhos. Wir haben jetzt 24 Booster und in jedem Booster sind halt 12 Karten drin. Ne? Das heißt 1 zu 6. Theoretisch müssten wir ja gut 4 Stück von denen ziehen. Ne? Wenn ich mich nicht täusche, dass das 1 zu 6 war. So. Code für euch, bitteschön. Und dann sind wir wieder upside down hier. Nur Okfor, Schreuder, Kuku, Alaba, Redline Hero, Marcus Edwards, McGregor, Fana, Starburst, Harvey Elliott. Oh, schön. Club 100, Sadio Mané. Sehr schön. Also die Club 100 Karte gefällt mir echt richtig gut, das Design. Ey. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, Out of this World haben wir einmal Frimpong und Dembele. Match, Mega Value, Match Value. Und dann einmal Squad Zone, Danilo. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas Interessantes aufziehen werden.
Irgendeine nummerierte Karte oder ein Autogramm wäre natürlich am besten. So, Terzic, Busquets, Alberto, Hernandez, Mourinho, Italiano. So, dann haben wir hier einmal Headline Heroes, Scamacca oder so. Akanji. Oh, Out of this World Legend Karte, Roberto Carlos. Guck mal, die sind sogar, warte mal, wo haben wir denn so eine andere? Die sind sogar in lila gehalten. Die sind so ein bisschen so orange, ne? Und die sind so lila. Also auch schon dann ein anderes Design. Sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Haben wir einmal Roberto Carlos. Dann haben wir hier einmal Sergej Milinkovic-Savic. Und dann haben wir hier nochmal eine Squadzone Bremer. Und den guten Dolberg. Weil, gehen wir ein bisschen schneller durch hier, weil sonst haben wir wieder ein 40-Minuten-Video. Ich erinnere mich noch an meinen ersten, Booster-Display-Opening hier von dem Match-Attacks. Und da haben wir ja ziemlich lange gebraucht. Deswegen rushen wir hier mal ein bisschen durch. So, Soller, De Vrij, Van Nistelrooy. Der ist Manager, Van Nistelrooy? Der war doch mal irgendwie ein Fußballspieler, ne? Taremi, Mendes, De Bruyne, Headline Hero, Mohamed Salah. Oh, eine Managerkarte. Pep Guardiola. So, der kommt nach da. Out of this World. Marco Reus. Dann Mega Value Thomas Müller. Den hatten wir gestern schon gezogen. Und dann haben wir einmal Hattrick Hero. Immobile. Und dann Ibrahim Sangare Squadzone. Oh, ich freue mich gleich schon wieder den Bein da einzuordnen, ey. Das macht am meisten Spaß. So. Einmal Code für euch, bitteschön. Dann Headline Hero Morales. De Jong. Timo Werner. Ancelotti, Florian Wirtz, Headline Hero Upamecano, dann stehen wir wieder upside down, Malassia, Zinchenko, oh, nächste Club 100, Van der Sar, das ist eine Legende, ne? Wollte ich gerade sagen, weil das ein bisschen so grau unterlegt ist, sehr schön. Dann, oh, guck mal, hier direkt eine Out-of-this-World-Legende wieder. Wen haben wir denn da? Gascoigne. Ich glaube, der Gascoigne war nämlich auch in dem Match-Attacks oder ist in dem Match-Attacks-Set auch eine Legendenkarte. Dann haben wir hier einmal Kulusevski. Mega-Value. Und dann einmal den Rafa Silva. So. Nächste Code für euch, bitteschön. McKennie, Galtier, Felix, Inzaghi, Juanmi, Hudson-Odoi, Leute, Garnacho, Headline Hero, Marquinhos, Headline Hero Alexander Arnold, der kommt nach hinten. Out of this World, Sucic. Mega Value, Lukas Hadecki. Und Nemanja Mantic.
Bis jetzt zwei Top 100. Ich glaube 101, wenn ich mich nicht täusche, müsste Haaland sein. Gucken, ob wir den ziehen. Ja, wenn ihr das zweite Display auch sehen wollt, ich habe irgendein Haar an der Nase, das killert die ganze Zeit. Wenn ihr das zweite Display auch sehen wollt, Leute, dann hinterlasst ein bisschen Liebe da mit ein paar Daumen nach oben. Dann sehe ich, dass euch das gefällt und ansonsten mache ich das für mich privat auf einfach so schnell, 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 um einfach die Sucht zu befriedigen, einfach den Blister, den Bein dazu zu füllen. Jota Starburst. Das sind mir die liebsten Spiele, die einfach nur einen Namen haben, den man dann vielleicht auch mal lesen kann, so wie Jorginho. Jorginho. Wie auch immer. Out of this World, Kostic. Haben wir den schon gerade gezogen? Mega Value, Zlatan Ibrahimovic. Und hier haben wir die nächste. Die Heritage-Karte. Meda. Oh, den haben wir jetzt schon sehr aufgezogen, den Boy hier. Den haben wir schon sehr aufgezogen. So. Weg mit dir, Müll. Einmal der Code für euch, bitteschön. Starburst, Pedri, Allergie, Max, Rose, Nagelsmann, sehr viele Manager, sehr, sehr viele Manager, James, Salah, dann Out of the World, ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht euch mal den Fokus mal ein bisschen anders einstelle, so glaube ich, ist glaube ich schöner, wen haben wir hier, Pareggio, oh, Sergio Ramos, Mega Value. Die nächste, Alter, was ist denn hier los? Den habe ich tatsächlich in einem Video gesehen. Ey, der sieht doch ungelogen. Ich komme mal ein bisschen näher. Warte, ich muss mal. Der sieht aus wie so eine Puppe, Alter. Oder nicht? Das sieht aus wie so, eine Schaufensterpuppe. Wer ist das? Tilo Kehrer. Sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Halt echt wie so eine Schaufensterpuppe. Und das war's dann auch schon. Nächste Booster. Code für euch. Bitteschön. So, Mokuku. Seiwald. Lorente. Zanillo. Nikola. Milenkovic. Dann haben wir hier Skamacha. Oder so ähnlich. Pep Guardiola. Oh, hier haben wir diese Black Edge Karten. Zlatan Ibrahimovic. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir auch wieder sehr gut von dem Design her. Ich glaube, was war das? 1:16 tatsächlich? Also eigentlich, wenn man sich ein Display holt, auch in jedem Display mindestens einer drin. Ten Hag als Manager. Neymar Junior Out of this World. Mega Value. Brozovic. Und dann haben wir hier nochmal Martinez. So, nächste Booster. Code für euch, bitteschön. Duta, Rentsch, Vinny Junior, Headline Hero, Galanglu, Postikoglu. Jetzt kommen die Namen wieder. Spinazzola, Cornet, Grealish, Out of the World, Abada, der Müller schon wieder, Mahrez und einmal Ryan Kent. Ich kann euch leider keine Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Spielern geben, weil wie gesagt, mir macht das halt einfach echt Bock, Booster zu öffnen und ja, ich bin halt nicht so in der Materie Fußball drinne, so vielleicht wie andere Leute, die die Karten hier öffnen.
Deswegen tut's mir ein bisschen leid. Oh, guck mal hier. Out of this World Legend. Kaka. Dann haben wir einmal Niklas Süle, Mega Value. Dodo. Und wieder Upside Down Tops. David Raum. Zack. Weg mit dir. Code für euch, bitteschön. Xavi Hernandez, Locatelli, Henrichs, Kurtrus, Jamal Muslia, Amorim, Mount, Alexander Arnold, nächste Club 100 Legend Karte, sehr nice. Frank Lampard, sagt mir tatsächlich auch was, der Name. Sagt mir tatsächlich auch was. Out of this World Silver, Mega Value Antonio Rüdiger und Hattrick Hero Ciro Immobile. Ich verstehe gerade nicht, wie Leute das in 20 Minuten schaffen. Ich habe jetzt gar nicht so lange gequatscht, bin aber schon bei 16 und wir haben noch ordentlich Booster vor uns. Leute, Gas geben. Gas geben. Starburst Rise. Foden. Dann haben wir hier. Squad Update. Aaron Ramsdale. Da haben wir nochmal einen Gavi. Mega Value Volland. Und Squad Zone Dodo. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen ordentlicher dieses Mal aus auf meinem Tisch hier. Das letzte Match Attacks Opening, das war richtiges Chaos. Dann muss ich mal gucken, ob ich noch ein Bild habe. Kann ich vielleicht gleich mal einblenden, wenn ich es natürlich nicht vergesse. Was, Mbappe. Was natürlich passieren kann, da ich unter Alzheimer leide. Ach, Leute. Der sieht aber auch ein bisschen aus wie so eine Puppe hier, der gute Boy. Upsala. Starburst Rise. So, Out of this World Golzen, Goldson. Den hatten wir auch schon mal. Und Porro. Zack. Zack. Code für euch, bitteschön. Robert Lewandowski. Guck mal. Guck mal an, du. Ach, Mann, ey. Ich verstehe das nicht. Wie kann das passieren, dass so Karten falsch rum drin sind? Saliba. Silva. Oh, ho, ho. Club 101. Der Erling Haaland. Sehr schön. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Und dann haben wir direkt nochmal eine Out of this World Legende. Trezeguet. Sehr schön. Und dann nochmal Ibrahimovic. Und den Manuel Neuer. Den haben wir ja gestern auch schon gezogen. Sehr nice. Da haben wir doch unseren 101er gezogen. Ich bin mal gespannt, ob wir auch so eine wie heißen die? Pro Elite Karte ziehen hier. Das würde mich auch noch freuen. Aber ich glaube, das merkt man auch, wenn dann eine drin ist, dass sich das so ein bisschen anders anfühlt. So, Out of this World Neres. Chisea. Mega Value. Da haben wir unsere nächste Heritage. Cancelo. Weiß ich gar nicht, hatten wir gerade schon gehabt. Und Hattrick Hero Patrick Schick. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir sind jetzt gleich bei 20 Minuten angelangt. Ich muss jetzt gleich mal bei 20 Minuten gucken, ob die Kamera weiter aufnimmt oder ob ich neu starten muss, Leute. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen mal die Zeit hier im Auge behalten von meiner Kamera. Okay, die hat auf jeden Fall geblinkt, geht aber jetzt weiter die Zeit. Müssen wir mal schauen. So,
Out of this World, Simons. Dann haben wir einmal Mega Value, Brozovic. Ismael Benassa Heritage. So, jetzt 3 Sekunden noch. Geht's weiter? Es geht weiter. Okay, Hattrick Hero, Romelu Lukaku. So, ich hole mal die anderen Booster hier nach vorne, weil der Stapel da hinten wird auch schon langsam größer. Also Match Attacks ist immer ein ordentlicher Stapel Karten. Du hast 24 Booster, in jedem sind halt 12 Stück drinne. Das ist schon ordentlich Chaos dann auf dem Tisch, wenn man damit fertig ist, ey. So, dann machen wir nämlich hier einen neuen Stapel hin. Headline Hero, Antonio Rüdiger. Da haben wir schon mal diesen Benassar schon wieder. Mendes, De Bruyne, Salah, Out of this World, De Kettler. Mega Value, Niklas Süle, den hatten wir ja gerade schon mal gehabt, den Boy. Und jetzt lege ich die schon wieder alle auf einen Haufen. Martinelli und einmal Too Many. Ach Leute, es tut mir leid, wenn ich euren Lieblingsspieler einfach schlecht ausspreche, wie auch immer. So, Code für euch, bitteschön. Fatih, Sesko, Simeone, Golak, Mané, Neres, Chaka, Potter, den Harry lassen wir weg, den Witz, den hatten wir ja gestern schon gehabt. Out of this World, Belotti, Mega Value, Koulibaly, Hattrick, Hero, Patrick Schick und Bremer. So wie es aussieht, gibt es halt von einer Karte irgendwie mehrere Versionen. Ich weiß gar nicht, wie man das dann mit dem Binder dann macht. Weil da passen ja gar nicht alle rein. De Jong, Fritsch. Muss ich mir mal angucken in der Kartenliste, wie die das da gelöst haben. Ich war ja gestern. Oh, die nächste Black Edge-Karte. Angel Di Maria sagt mir gerade überhaupt nichts. Irgendein Juventus-Turin-Spieler. Noch nie gehört. Keine Ahnung. Ach genau, wir können uns das ja mal von hinten angucken. Das sehen dann nämlich hier mal die Details. 101 Spiele, 22 Tore, 35 Assists, Goal, Involvement, keine Ahnung. Ein Tor mit dem linken Fuß. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Da ist ein Tor mit dem rechten, 20 mit dem linken. Pässe angekommen. Oder Pässe geschossen, 2000, 82%, ja, Top Speed 37 km/h. Interessant, interessant. Da gucken wir uns gleich mal die andere nochmal an. Vom guten Ibrahimovic. Out of this World, Chick. Mega Value, Antonio Rüdiger. Und Romero. So, 3 Booster. Und noch ein, da fällt der Stapel zusammen, Leute. Da fällt der Stapel zusammen. So, zack, Code für euch. Ja, dann legen wir die wieder alle hier hin. Van Nistelrooy, Timo Werner, Jota, Zaniolo, Firmino, Fernandes, der kommt da hinten hin auf den zusammengebrochenen Stapel, Kevin Volland und Squadzone Tomori. So, jetzt haben wir noch 2 Booster. Ich denke mal, na, ich glaube nicht, dass wir das Glück haben, dass hier so eine Pro-Elite-Karte. Oh, obwohl, Leute. Hier. Ist das doch dann in jedem Display drin? Da bin ich mal gespannt. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Die gucken wir uns gleich zum Schluss an, falls ich die jetzt nicht aus Versehen rauspople aus dem ganzen Stapel. Wir haben noch. Oh, guck mal, der Klopp. So. Ein noch. Dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Den legen wir auf Seite und gucken uns erstmal die anderen an. Paschetta, Mega Value, Eric Lamella und einmal Mahrez. So. Und das letzte Booster.
Das ist hier schon wieder ein Chaos, Leute. Code für euch, bitteschön. So. Stavis Pogba. Mukiele. Sari. Koke. Evan Nilsson. Conte. Headline Hero Cancelo. Palmieri. Dann haben wir hier einmal Mount. Oh, meine Schulter, ey. Out of this world. Kalanglu. Oder so ähnlich. Mega Value Korea. Und Squad Zone Gabriel Martinelli. Und jetzt kommen wir zu dieser Pro Elite X Card. Dann haben wir einmal noch David Morges. So, Leute. Und zack. Da haben wir einmal Mount. Ich kenne den Spieler überhaupt nicht. Aber das sind diese neuen Pro Elite Karten. Das sind diese neuen. Ist das noch nummeriert? Ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ja, aber das sind diese neuen Karten. Ich denke mal, der hätte es bessere gegeben. Ich kenne diesen Spieler nicht. Der ist aber tatsächlich nicht besser als Lewandowski, sehe ich gerade. Nur in der Finesse hat er einen Punkt mehr. Ja, Leute. Ah, genau. Wir wollten uns nochmal den Zlatan Ibrahimovic angucken. Der hat doch bestimmt ordentlich Spiele hier. So, 127 Spiele, 49 Tore, 26 Assists. Mit dem Kopf 4 Tore, 36 Tore mit dem rechten Fuß und 9 Tore mit dem linken Fuß. 31 km/h Topspeed. Ja, schön. Schön, schön, schön. Leute, das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, wenn ihr das zweite Display sehen wollt, dann hinterlasst ein bisschen Liebe da. Ein paar Daumen nach oben. Ich werde jetzt den Ordner einsortieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht das Display-Opening von dem Match-Attex oder halt das japanische Pokémon hier. Wo ist das? Oder dieses sehen wir als nächstes. Müssen wir mal schauen, wie ihr abstimmt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ciao.